Euer grundsätzliches gilt einfach, wenn ihr sowas verhindern möchtet, dann sorgt einfach dafür, dass schon gar niemand erst erfährt aus eurem neuen Umfeld, dass ihr YouTube macht. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir haben heute ein ganz wichtiges Thema mit dabei. By the way, ihr seht hier eine kleine Runde. So weil wir es im Hintergrund mit dabei waren, da gab es auch ganz viele Leute. Ben war dabei, Anna, Exo und ich weiß gar nicht, wer alles dabei war. War auf jeden Fall eine schwierige Runde, die schon etwas älter ist, die ihr hier im Hintergrund seht. Und ja, um was geht es heute? Es geht, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, um das Thema Mobbing wegen YouTube. Ja, das ist ein ziemlich ernstes Thema, finde ich. Und nur weil ich jetzt sage, es ist ein ernstes Thema, heißt das nicht, dass es ein ernstes Video ist. Also klar, ich meine auch, es ist alles ernst, als hier ein Video kommt. Aber das ist jetzt nicht so wie das Video vom letzten Sonntag oder so. Ja, und zwar, um was geht's? Ich wurde die letzten Tage mal von jemandem angeschrieben. Oder ich sehe das auch immer wieder bei anderen Leuten. Und ich wurde halt gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil er kann sich in der Schule nicht durchsetzen, beziehungsweise eben er würde halt gemobbt werden, weil er YouTube macht und das macht ihn halt voll fertig. Und ja, er hat dann, konnte ihm dann nicht wirklich einen Tipp geben halt, weil ich habe dann nicht so wirklich Erfahrung damit. Und so, ich muss schon sagen, ich hatte auch Probleme damit, es mich ein bisschen durchzusetzen. Als es dann einfach mal bekannt wurde, dann es wurde halt bekannt, dass ich YouTube mache. Aber grundsätzlich, es gilt einfach, wenn ihr sowas verhindern möchtet, dann sorgt einfach dafür, dass schon gar niemand erst erfährt aus eurem neuen Umfeld, dass ihr YouTube macht. Weil das sind eigentlich genau die Leute, die euch nachher Steine in den Weg legen. Und deshalb sagt euch einfach niemandem was am besten, dass ihr YouTube macht. Sagt es euren virtuellen Leuten, die Leute, die ihr im Internet kennenlernt. Denen könnt ihr das sagen, aber nicht euren realen Leuten. Ich würde euch davon abraten. Ja, bei mir war es nämlich so, ich wollte das auch als geheim halten. Sogar von meinen Eltern. Meine Eltern wussten auch lange nicht, was ich hier mache. Plus, ich habe es auch niemandem gesagt. Und irgendwann habe ich einfach den Fehler gemacht, dass ich aus Versehen ein Video von mir, was ich hochgeladen habe, statt auf meiner Facebook-Seite, auf meinem Facebook-Profil gepostet habe. Und da haben natürlich, also damals als Facebook halt noch in war und jeder das noch hatte, hat dann jeder hat einfach gesehen aus meiner Klasse und so. Und die haben sich dann, einen Schaden gelacht davon und haben das richtig lächerlich gefunden. Und ich war einfach, es war scheiße halt in dem Sinn. Und also ja, ich hatte dann schon auch, es kamen auch Probleme auf mich so ein bisschen zu. Es wurde immer gesagt, ja ey, du geierst ja einen ab, wenn du mal ein, zwei Likes hast auf dem Video oder du fühlst dich cool, im Internet was zu machen. Es ist dann einfach so richtig arrogante Gesellschaft gewesen in dem Sinn, weil die einfach alle gedacht haben, jo, der fühlt sich cool im Internet, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er nicht mehr cool ist. Und es gab auch Leute, die mich gehatet haben, deswegen absichtlich. Aber ist mittlerweile nicht mehr so, denn mittlerweile haben die Leute gemerkt, dass ich was erreicht habe. Und ich habe ja nicht auf YouTube was erreicht, denn ich habe mit Twitch begonnen irgendwann mal. Und ja, da wusste halt niemand was davon. Das habe ich auch bewusst nie gesagt, dass ich auf Twitch irgendwas mache. Und jetzt habe ich dann auf Twitch auch wirklich eine Größe erreicht, mit meistens so 100 Zuschauern im Durchschnitt, die ich erreiche. Und da muss ich schon sagen, da haben die Leute jetzt auf einmal Respekt davor. Oder es hat sich da wirklich vom einen auf den anderen Moment so ein bisschen was geändert, als ich gesagt habe, YouTube ist eigentlich nur so nebenbei, eigentlich bin ich mehr auf Twitch bekannt und so weiter. Und da gab es dann schon so einige staunende Gesichter, als sie davon erfahren haben halt. Und ja, seitdem werde ich wirklich anerkannt und jetzt wo ich was erreicht habe sozusagen, wo ich auch wirklich kein No-Name mehr bin oder so, sagen die Leute ja echt dann so, ja, ich konnte mich da ein bisschen durchsetzen teilweise, einfach auch dadurch, dass ich mir wirklich alles selbst aufgebaut habe und nie mich irgendwie gepusht habe von jemandem, pushen lassen habe, so sagt man das, genau, sorry. so war das bei mir und jetzt eben, das ist einfach ein Tipp von mir an euch, oder ich habe halt diesen Fehler einfach gemacht, dass ich aus Versehen einmal was falsch gemacht habe. Eben, und wenn ihr halt mal irgendwie, keine Ahnung, Probleme habt damit, dass wirklich ihr fertig gemacht werdet in der Schule wegen YouTube, ich kann auch eins empfehlen. Wenn ihr noch klein seid, macht einfach einen neuen Kanal auf. Ist wirklich eigentlich das Beste. Oder ändert euren Namen. Oder macht einfach eine Pause, bis es niemand mehr juckt, dass ihr YouTube macht und so weiter. Ich kann nicht viel empfehlen, weil ich selbst wirklich nie richtig davon betroffen war. Aber es sind einfach so ein bisschen allgemeine Tipps, dass man sich wirklich auf das Virtuelle konzentrieren sollte, wenn man im Virtuellen auch etwas erreichen will.
denn auf das richtige Leben bezogen ist es wirklich, es ist schwierig sich durchzusetzen, denn YouTube oder Twitch, das ist nicht irgendwie ein anerkanntes Hobby so wirklich, oder es wird, vor allem in der Schweiz ist das ziemlich extrem, in der Schweiz wird es überhaupt nicht unterstützt, in Deutschland schon eher, weil in Deutschland ist YouTube schon ein bisschen populärer und Twitch eigentlich auch, aber in der Schweiz, man sieht dann auch, es gibt nicht viele Schweizer YouTuber und auch nicht viele Schweizer Streamer. Ich bin ungefähr einer von, ich würde behaupten, ungefähr einer von 100, so plus minus, schätze ich mich mal, und ich gehöre da schon wirklich auch zu den eher Größten. Ich meine, der Größte oder einer der Größten, den man kennen dürfte, ist der ZeronicaD zum Beispiel, und dann kommt der Killercrafter und Sinus, und ja, irgendwo bin dann ich auch schon, also ich denke mal irgendwo so, bei Minecraft darf ich mich schon zu den Top 10 zählen, wirklich. Und ja, eben, sowas wird dann mit der Zeit einfach anerkannt, wenn die Menschen dann und die Leute dann wirklich auch einfach merken, ja doch, der hat irgendwie doch was geschafft, also das hat schon irgendwie ein bisschen Respekt verdient. Und eben, man muss sich diesen Respekt dann wirklich erarbeiten. Und sonst, wenn man wirklich so ein YouTuber ist mit 10 Abonnenten und sich voll geil fühlt, deswegen, das kommt nicht gut. Also man muss auch selbst ein bisschen sein Verhalten. Man soll sich auch selbst einfach korrekt verhalten in dem Sinn. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich noch zu dem, was ich schon von Anfang an sagen wollte. Denn wir haben heute den 1. November, wo ihr dieses Video seht. Und mir ist die Idee gekommen, so während der letzten Woche. Denn ich habe jetzt, ich kenne jetzt G-Time, also Gamers Time TV, etwas mehr als ein Jahr. Und als ich ihn kennengelernt habe, hatte er immer so eine Organisation gegen Mobbing unterstützt. Und ich weiß nicht, ob er das heute immer noch tut. Ich würde es mir auf jeden Fall zutrauen, dass er es heute immer noch macht. Und es ist mir einfach so in die Idee gekommen, weil ich auch einige Leute halt kennengelernt habe, die halt mit Mobbing zu tun hatten oder die dann einfach Zuflucht bei mir gesucht haben. Und ja, deshalb ist mir eine gute Idee gekommen. Ich werde alle Spenden, alle gesamten Einnahmen auf Twitch, also nicht PSF-Cards, einfach alles, was per PayPal gespendet wird, werde ich spenden. Ich weiß noch nicht, welche Organisation, aber auf jeden Fall eine Organisation gegen Mobbing. Ich möchte sowas wirklich unterstützen. Und ja, warum eben genau November? Erstens, weil es ziemlich aktuell ist dann einfach gerade. Zweitens, weil ich im November Geburtstag habe, am 13. Dürft ihr euch schon mal vormerken. Ja, da wird es auch einen speziellen Stream geben wahrscheinlich. Und ja, alles, was wirklich während dem ganzen November gespendet wird, möchte ich weiter spenden. Und das wollte ich einfach noch ganz kurz ankündigen. Ich hoffe mal, ihr habt euch das Video bis hierher angesehen. Ihr dürft, schreibt einfach mal ein Dollarzeichen in die Kommentare. Einfach mal ein Dollarzeichen, hat ja jeder auf seiner Tastatur eigentlich. Einfach ein Dollarzeichen in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video bisher hier gesehen habt und einfach auch mitgekriegt habt, um was es geht halt. Ja, das wollte ich so plus minus sagen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das Gameplay ging. Vielleicht einfach ein bisschen überzogen, ich weiß nicht. War auf jeden Fall ein schönes Gameplay, was eben, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist. Und ja, mehr ist nicht zu sagen, Leute. Ja, es gibt echt nicht mehr zu sagen. Das soll ich euch sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und es würde mich echt freuen, wenn wir die 100 Likes oder sowas erreichen würden. Oder wenn wir es einfach regelmäßig schaffen würden. Denn ich habe, by the way, genau, das kann ich auch ankündigen, ich habe eine neue Beschreibung. Und ich habe da dieses Schaffen wir so und so viele Likes einfach rausgenommen. Weil, keine Ahnung, es erinnert zwar die Leute daran, das Video vielleicht zu liken, aber ja, dann sagen mir Leute, ey, voll like geil und so weiter. Und ich habe einfach keinen Bock drauf. Jetzt habe ich das einfach rausgenommen und so. Fühlt euch frei, das Video zu bewerten, das soll auch wirklich von euch kommen. Ich möchte niemanden dazu auffordern, aber es würde mich halt einfach freuen, wenn ihr einfach regelmäßiger eine dreistellige Anzahl an Likes knacken würden. Es müssen nicht immer 200, 300 sein, auf keinen Fall. Das ist auch wirklich sehr, sehr schwierig zu erreichen. Aber ja, wenn wir so plus minus um die 100 schaffen, 90 bis 180, 80 geht auch schon, dann würde ich das wirklich riesig freuen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, Leute, peace out, macht's gut und tschüssi!